Ja, ich bin hier in der Türkei zu dem sogenannten Scouting. Gute Frage, was ich hier mache. Ja, die Sache ist die, wir setzen sehr auf Qualität bei unseren Reisen, insbesondere bei Trekkingreisen und Wanderreisen. Will ich gern vorher wissen, was ich unseren Gästen antue und bin dann auch gezwungen, natürlich die Wege abzulaufen, weil ich will nichts dem Zufall überlassen und natürlich sollen sie auch Spaß bei der Sache haben. Und deswegen muss ich richtig rein ins Geschehen, den Weg vermessen, schauen, wie schwer er ist, mir Anhaltspunkte machen, GPS-Tracks erstellen und so weiter. Ich schaue mir unterwegs dann in den Bergdörfern die Unterkünfte an, damit ich auch weiß, wie man wohnt, ob man abends sich gut relaxen kann nach einer harten Tagestour. Ja, das ist klingt vielleicht ganz nett, aber ist natürlich auch harte Arbeit, weil wenn man vielleicht ein paar Strecken gelaufen ist und dann merkt, okay, das ist nicht so das Richtige, ja, dann hat man es vielleicht für umsonst getan. Ich bin immer so im Zugzwang, irgendwas zu liefern. Und ja, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. St. Paul's Trail macht richtig Spaß. Schon der erste Tag richtig cool. Ja, so kann es weitergehen. Bis denn.